einem weiteren Monovlog von mir. Also diesmal wird es nicht so wie in die ganzen letzten Vlogs. Es wird kein random Vlog. Es gibt ein paar Dinge, über die ich quatschen wollte, die mir auf der Seele liegen, die ich raushauen wollte. Zuallererst, Leute, Alter, was ist mit euch passiert, Mann? Wir sind explodiert. Wir sind jetzt einfach schon über 4000. Alter, Alter. Wir waren irgendwie, ich glaube, im März, Anfang März waren wir auf 1300, 1200 oder so. Einfach unnormal, ey. Ja, auf jeden Fall wollte ich mal drüber quatschen, weil es kam ja jetzt massig Random Vlogs und so. Kamen auch alle super gut an. Alter, was hat der vor uns denn bitte? Das Wetter war jetzt auch in letzter Zeit ziemlich schlecht, deswegen habe ich jetzt gerade einen kleinen, sag ich mal, Mangel an Videomaterial, um Vlogs zu schneiden. Weil bei Random Vlogs meistens, wenn ich eine lange Fahrt mache, kommt, wenn es hochkommt, ein Video bei raus. Und wenn nicht, dann schneide ich sie sogar zusammen, die Tage, damit ich ein Video rausbekam. Auf jeden Fall ist da jetzt ein kleiner Mangel an Material vorhanden, deswegen, aber es soll, das Wetter soll jetzt besser werden, also das Problem soll bald wieder gelöst sein, dann kommen auch wieder mehr Videos. Aber was ich euch noch fragen wollte, habt ihr irgendwelche Wünsche? So, ich sag mal, Random Vlogs kamen jetzt ja hauptsächlich auf meinem Kanal. Am Anfang kamen ein paar Themenvlogs, aber eigentlich nur Random Vlogs. Falls ihr mal irgendwelche Wünsche habt, was ich so machen könnte oder so, schreibt es doch mal in die Kommentare, wäre mega nice. Oder ein paar Ideen oder so, Anregungen. Ich bin für alles offen, sag ich mal. Also haut es einfach in die Kommentare. So, und jetzt gibt es noch eine Sache, die ich ansprechen wollte. Also ein paar haben es wahrscheinlich mitbekommen, die meine Livestreams aktiv verfolgen, dass dass ich quasi keine Livestreams mehr auf YouTube machen kann für 90 Tage. Ja, blöd gelaufen, weil ich da angeblich GEMA, also Musik, die der GEMA gehört oder wie auch immer, copyrighted Music, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da jetzt gesperrt, blöd, ja, kann man nicht ändern. Noch eine weitere Sache, viele, die mich auch, sag ich mal, verfolgen, ne, die wissen, dass mein PC, mit dem ich meine Videos schneide, ziemlich gammel ist. Gammel, jetzt die PC-Experten werden jetzt fragen, was hat der für das, was hat der für einen Prozessor, dies, das, keine Ahnung. Interessiert mich auch wenig, ich kenne mich da nicht aus. Naja. Jedenfalls habe ich mir jetzt vor, weil wenn ich ein Video schneide, was 10 Minuten geht, dann rendere ich an dem scheiß Video einfach mal 2 Stunden. Das Sony Vegas, mit dem ich schneide, das ruckelt einfach des Todes. Und ja, das wollte ich alles mal so jetzt, sag ich mal, aus dem Weg schaffen. Nach langem Überlegen habe ich mich für ein, also habe ich mich dafür entschieden, mir einen Laptop, keinen PC selbst zusammenzubauen. Ich hole mir einen Laptop. Einfach aus dem Grunde, weil ich sehr viel bei meiner Freundin halt bin und so, fast jedes Wochenende. Und dann noch für eine Tour, die im Sommer geplant ist, würde ich den gerne mitnehmen, um schneiden zu können während der Fahrt. Ich drehe einfach mal, wenn ich jetzt irgendwo schneller fahre, versteht man mich sowieso nicht mehr so gut. Naja, jedenfalls wollte ich mir dann jetzt einen Laptop holen, mit dem ich gescheit dann schneiden kann und eventuell auch mal, wenn es bald wieder geht, streamen. Aber ich bin mit dem Klaren, ja, einen PC bekommt man viel günstiger, einen guten, sage ich mal, der das relativ gut packt. Deswegen muss ich mein Budget halt ein bisschen anheben, was Laptop angeht. Ich habe da jetzt so, sag ich mal, was in Aussicht für 1500 Euro, was echt, ich verdiene zwar Geld, ich bin ja in der Ausbildung, aber ist halt echt eine Menge Moos. Das wird auf jeden Fall jetzt dafür drauf gehen. Das soll jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nach einem Bettler klingen oder so. Aber ich habe mir so gedacht,
vielleicht hat ja irgendjemand Interesse, mich da dran zu unterstützen oder so. Deswegen, keiner muss es machen. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, könnt ihr es gerne machen. Ich packe einen Link in die Videobeschreibung. Da kann man, wenn man Bock drauf hat, was spenden. Finde ich, ist auch nicht schlimm. Also ich bin schon froh, wenn meine Videos geguckt werden. Ja. Ach so, und den Laptop werde ich mir dann vermutlich irgendwann jetzt demnächst holen. Ich sag mal, Anfang Mai werde ich mir den holen. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf was gefasst machen. Wenn das Wetter dann gut mitspielt und so, dann werden auf jeden Fall wieder viele Videos kommen, hoffe ich. Also hoffe ich, schätze ich, denke ich mal, keine Ahnung. Es kommen auf jeden Fall mehr Videos dann, weil dann kann ich halt einfach viel mehr, viel schneller produzieren und so. Dieses Schneiden und Rendern und so, das hat mich immer so viel Zeit gekostet, weil der PC so am Rumspacken war. Ja, das geht mir dann so auf den Sack, dass ich das jetzt eliminieren will, sage ich mal so. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, was ich sagen wollte. Wäre irgendwie scheiße, wenn ich was vergessen habe, aber dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ein kurzes Infovideo. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin schön dabei. Ich wünsche euch was, Leute. Und ach ja, für die neuen Leute, die mich noch nicht auf Instagram abonnieren, ne? Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mir doch auch ein Abo da lassen. Abo geil! Leute, tschüssi!